Hallo allerseits, ich bin Zero und wir sind wieder zurück bei Edna bricht aus. Wir sind immer noch hier in diesem Pumuckl-Zimmer gefangen, naja, nicht wirklich gefangen, aber wir sind halt noch nicht ganz fertig. Wir haben immer noch einen sessenden Professor und da wollen wir uns noch schnell drum kümmern, damit wir vielleicht auch noch mal was Neues sehen. Immerhin haben wir eine ganze Etage hier. Von dem her, direkt mal zum Anfang, wo haben wir ihn jetzt? Moment, was er? Da, Sessel. Sieht aber nicht genagelt aus. Aber vielleicht können wir ihn zwischen die Ritzen schieben. Der ist nicht geschraubt. Er hält nur durch die Füllung, womit er wohl gefüllt ist. Es klappert trocken, wenn man die Sitzfläche berührt. Klingt sich so. Klingt fast so, als müssten wir ihn aufschneiden. Da kann das drin sein. Aber erst laden wir ihn auch zur Gruppentherapie ein. Ich gehöre auf die Couch, nicht auf einen Sessel. Warum nicht? Du hast schon gesagt, du gehörst nicht auf den Stuhl, sondern auf den Couch. Ist doch beides angenehm. Und eben, in der Gruppentherapie ist ein Couch, glaube ich, auch nicht unbedingt üblich. Es sind ja mehrere Leute da. Mal gucken. Noch ein bisschen verschönern. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Schade. Willst du mit dem Topflappen was gleich sein, ne? Es gibt dezente Unterschiede zwischen Sitzkissen und Topflappen. Erklär sie mir. Es sei denn, es hat was mit heißen Hintern zu tun. Dann behalt's lieber für dich. Ja, und meine Aussagen von heißen Hintern behalte ich lieber auch für mich, denn ich weiß irgendwie immer noch nicht genau, wie alt das Edna sein soll. Nein, danke. Okay, schneiden wir uns kurz ein Stück raus. Nein, danke. Ich esse lieber im... Oh, ich wollte doch an die Füllung ran. Nein, danke. Na gut. Dann warf mir den Stuhl halt. Kommen wir vielleicht einen Professor ran. Der sitzt bereits lebenslänglich. Der also auch, ne? Rendiert sich überhaupt die Cornflakes überhaupt noch benutzen zu wollen? Ich meine, ist doch sowieso wieder nur... Das klappt so nicht. Genau. Na gut, dann setzen wir uns halt hin und lesen Comichefte. In diesem Bild versucht sich der Captain... Immer noch an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Wirklich, Captain... Du hast, glaube ich, Alzheimer. Noch schlimmer als ich. Ich meine, ich kann mir die Nummern von meinem Schreiner und von meinem Elektriker und so auch nicht merken. Aber dafür habe ich ein kleines schwarzes Büchlein, wo die ganzen Nummern drinstehen. Genau solche Fälle. Oder wenn man das Handy keinen Strom hat oder verloren geht oder was auch immer. Naja. Dann schreiben wir halt einmal kurz an, dass es unser Sessel ist. Sieht sich mal. Schade. Den hätte ich jetzt wirklich gerne mitgenommen. Polo spielt man zwar im... Aber... Ja, ist immer noch so ein Polo im Sitzen spielt. Ich glaube, es hatten wir bei der letzten Folge schon, dass sich jetzt die Sachen langsam wiederholen, ne? Dieser Sessel hat sie noch alle. Zu anderen Personen, genau. Na gut, na gut. Was meinst du, Harvey? Machen wir kurz eine Pause. Was hältst du davon, Harvey? Ein selten hässlicher Esel. Es ist ein Sessel, Harvey. Ein Sessel. Schrei mich nicht so an. Im Gegensatz zu dem Esel besitze ich Ohren. Jetzt, wo er es sagt? Ich bin mir ja nicht sicher, aber es geht ja, glaube ich, nicht unter Ohrensessel, ne? Die müssen ja da oben noch diese Ohren haben, wenn es mir recht ist. Aber ich muss auch zugeben, ich bin weder Innenausstatter, noch bin ich Schreiner. Also ich habe keinen Plan davon. Naja, egal. Gucken wir mal. Was ein Sinn des Wortes. Mal gucken. Da kauert doch jemand hinter. Das macht schon einen Anschein, aber... Frag mal kurz den Sessel. Vielleicht geht er aus dem Weg, wenn wir nicht fragen. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Meine Güte, was ist denn das alles? Na gut, dann stellen wir es mal kurz vor. Ich meine, ich habe jetzt noch nie einen Velociraptor namens Edna getroffen, aber wer weiß, vielleicht weiß der Professor mehr als wir. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Nock also. Was tun Sie denn da hinten? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Moment, heißt das, der hat da hinter dem Sessel
ein prähistorisches Skelett? Oder redet er jetzt von sich selber? Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Naja, so macht schon so ein bisschen komischen Eindruck. Könnte aber vielleicht einfach die Frisur sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erinnert mich schon so ein bisschen an Doc Brown aus Zurück an die Zukunft. Es können aber auch die Augenringe sein. Naja, fragen wir mal kurz, ob wir das Programm wechseln dürfen. Der Dino verstört mich langsam, also sicher wirklich ein bisschen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ich glaube, ich kann dir sagen, wie es ausgeht. Er steht da und macht ungefähr alle 3 Sekunden den Mund auf. Und dann wechselt es von Kinderprogramm zu Horrorfilm. Und das immer so weiter. Komm, wir spoilern ihn mal ein bisschen so. Ja, die Dinosaurier sterben aus. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Pullkappen schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Ach du meine Güte. Jetzt verstehe ich's. Diese ganze Sache mit dem Klimawandel und mit der inneren Hohlerde und mit den Echsenmenschen. Das kommt alles von diesem Typen hier. Das kommt alles von diesem Professor. Der wüsste, was er angerichtet hat. Aber gut, in dem Fall probieren wir mal kurz. Dürfen wir das jetzt umschalten, ohne dass er sich beschwert? Ich würde ihn ja nehmen, aber... Ach nee, Moment, ich will ihn nicht nehmen. Ich will ihn umschalten. Ich will das Programm ändern. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um 2 Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Moment. Börsen-News. Ich glaube, wir haben da jemanden, der das höchst interessant finden könnte. Und noch einen Stuhl, wo er sich hinsetzen könnte und das Ganze beobachten. Jetzt ist nur noch die Frage, gibt es noch ein anderes Programm außer Börse und Dinos? Ich lasse das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Also fast wie im echten Fernsehen, ne? Na gut, mal gucken. Vielleicht hat der Prof noch irgendwas zu sagen. Gucken. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Moment, wie haben wir die Dinger nochmal ausgesprochen? Pterodactylon? Bin mir jetzt nicht sicher. Wir haben sie immer Petri genannt. Und das nicht nur wegen... in einem Land vor unserer Zeit. Und bei den Leuten, die jetzt noch wissen, oder besser gesagt, die den ersten Film noch kennen, die haben jetzt gerade bewiesen, wie alt das sie wirklich sind. Naja, es gab ja keine Ahnung. Wie viele Filme gab es nachher letzten Endes davon? 6? 7? Plus eine Serie mit irgendwie 20 Staffeln? Ach ja. Wie die Zeit vergeht. Aber fragen wir mal, vielleicht kann er ja einen Weg heraus. Obwohl, einen Weg heraus, ich weiß nicht, ich glaube, ich will ihn eher entweder in den Keller schicken, zu unserem Tunnelgräber, oder in unseren Luftschacht von der Zelle ins Büro, weil dort war ja auch irgendein uraltes Skelett mitten in der Wand. Das könnte ihn vielleicht interessieren. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar! Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Na, gut zu wissen. Nicht, dass wir in Albuquerque falsch abbiegen. Na, wer kennt den Witz noch?
Okay, ich höre auf, sonst fühlen wir uns alle wirklich noch alt. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wüsstest du, dass er eine dunkle Geheimnis hat? Ich wusste es! Of course! Er zückte Deno-Mensch-Hybriden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Also doch, das war die Bestätigung dafür. Diese ganze Geschichte mit den Echsenmenschen hat hier angefangen. In diesem Spiel. Aber die Idee mit dem Wäschelift? Die muss ich mir merken. Ich meine, wir wissen ja, wo er ist. Aber uns fehlt etwas. Ich glaube, wir brauchen Kleiderbügel, oder? Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Also müssen wir ihm höchstwahrscheinlich in Bernstein mit Material drin liefern, ne? Ich habe zwar beim besten Willen keine Ahnung, wo wir hier einen Bernstein herbekommen, aber mal gucken. Also das Ticket wird uns nicht geben, weil er Bernstein braucht. Fragen wir mal nach seinen Forschungen. Vielleicht kann er uns ja so ein Dr. Marcel Echsenhybriden hinzüchten, der uns nachher hier rausschafft. Versuch es wert. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene für mein geheimes Brutprogramm, wenn du verstehst. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Naja, ob sie daraus schlüpfen? Ich glaube, bei Jurassic Park war das ein bisschen anders, aber ist jedenfalls gut zu wissen. Also er hat es nochmal bestätigt, er will irgendeinen Bernstein mit Material drin. Mal gucken, was wir ihm da anbieten können. Ich glaube, von den Dingen, die wir jetzt dabei haben, wird nicht viel interessieren. Das ist uns aber trotzdem noch kurz. Ich schaue später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Kommt ungefähr hin. Auch wenn die Aussage jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu... viele Gedanken und Fragen aufwirft, mit denen man sich im Moment lieber nicht beschäftigen möchte und deshalb erstmal weiter im Text mit Harvey. Sag hallo. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Ja, ist verständlich, ne? Pieksen wir mal an, vielleicht kommt er dann hinterm Sofa hervor. Ich habe hier ein kaputtes Stuhlbein für dich. Verflucht. Gerade habe ich meine kaputte Stuhl weggeschmissen. Wärst du doch nur etwas früher gekommen. Ich stehe doch schon die ganze Zeit hier, wo hast du ihn hingeworfen? Na gut, dann schlagen wir ihn einfach K.O. Möchtest du meinen Poloschläger haben? Polo, wofür hältst du mich? Ich bin eine britische Bildungsbürger und keine von diesen knüppelschwingenden Balloonhosen-Jockeys. Selbst wenn sie mich in das Team aufgenommen hätten. Assholes. Okay, hat mal Sportler werden wollen anscheinend, ne? Wie ist das? Kannst du uns ein Autogramm geben? Brauchst du einen Stift? Nein, brauche ich nicht. Ich habe alle Formeln für mein geheimes Dino-Zirk-Programm im Kopf. Ein Grund mehr, mal mit einem Poloschläger drauf zu kloppen. Ich möchte mir das zu gerne mal ansehen. Möchtest du dieses Comic-Heft lesen? Captain Unbrockball? Ist es zufällig die Ausgabe, in der er gegen Dr. Yo's Laktosebakterien kämpft? Nein, es ist Todesbrote. Todesbrote war gut, aber mein Favorite bleibt Frozen Yogurt. Frozen Yogurt. Ich weiß, es ist immer das Gleiche und es klappt einfach nie. Genauso wie... Das klappt so nicht. Ja. Ah, was wollen wir nur mit den Dingern machen? Wir können sie nicht mehr essen. Hände hoch, Polizei! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Holt mich, Doc! Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Die wollen wir eigentlich gar nicht. Oder ja, vielleicht doch. Kurz einen kleinen Blick drauf werfen.
Und dann direkt mit zum Patentamt. Mal gucken, vielleicht braucht er ja einen Topf, um seinen Kopf vor den intergalaktischen Strahlen zu schützen. Möchtest du einen Topf? Bist du etwa wieder ein neuer Pfleger? Ich dachte, ich bekomme keinen Topf mehr. Dabei konnte ich diesmal wirklich nichts für mein kleines Malheur. Ich möchte, glaube ich, nicht hinterfragen, was für eine Art Malheur das war. Und was für eine Art Topf. Also legen Sie sich bitte kurz hin für die Operation. Wir wollen nur kurz Ihre Schädeldecke öffnen. Brauchst du ein Messer? Was misst es denn? Etwa 18 cm. Schade, das ist leider zu kurz. Unangebrachte Witze über Länge und Größe und zu kurz? Gut, lassen wir so stehen. Brauchst du diese Gabel? Ist es eine von diesen hochfrequenten Ultraschall-Stimmgabeln? Ja. Genau so eine ist es. Verdammt, so eine habe ich schon. Schade. Wie ist mit Topflappen? Ich meine, so mit gezüchteten Dinos zu hantieren? Sicher, oder? Brauchst du meine Topflappen? Topflappen sind für Sissy-Wissenschaftler. Wenn du dir nicht die Finger verbrennen willst, wirst du am besten Eisfische und trägst trotzdem noch dicke Handschuhe. Wir Wissenschaftler spielen mit dem Feuer. Wir sind damn hot fresh out of hell, baby. Damn hot fresh out of hell, baby. Na gut. Bleibt einfach nur kurz. Oh, das ist doch die Idee. Können wir die eine Seite von seinen weißen Hand gelb und die andere Seite rot einfärben? Brauchst du zufällig etwas Senf? Auf keinen Fall. Wo wäre die Wissenschaft, wenn einfach jeder seinen Senf dazugeben könnte? Schreib erstmal einen Artikel in Nature, dann sehen wir weiter. Dummbeutel. Also, kein Grund gleich so unfreundlich zu werden. Ist deine Meinung zu Ketchup genau gleich schlimm? Brauchst du zufällig etwas Ketchup? Spinnst du? Ich produziere Dinosaurier und keine Wienerschnitzel. Na gut, vielleicht nehme ich doch ein bisschen. Aber nur, um den Geschmack von den Anchovies auszugleichen. Anchovies. Ich weiß, es gibt Leute, die das gerne haben, aber meins ist überhaupt nicht. Gar nicht. Na gut, nehmen wir ihn mit zur Gruppentherapie. Kannst du mir die Anmeldung zur Therapie unterschreiben? Nein, das geht nicht. Nur das psychologisch geschulte Anstaltspersonal darf das. Am besten, du fragst Dr. Marcel. Na, fragen wir ich den eigentlich nicht. Schade. Na gut, hier kannst du noch einen Fußnagel haben. Vielleicht findest du da noch den Arschspuren, die du verwenden kannst. Hast du Verwendung für einen abgekauten Fußnagel? Ist es eine fossile Dino-Fußnagel? Ja, er gehörte einem feuerspeienden Ätnasaurus. Holy Triceratoli! Die Spezies ist mir nicht bekannt. Vielleicht ein geheimes Brutprojekt der Konkurrenz? Ich muss sofort ins Internet, um meine Dino-Sammelkarten versteigern. Seine Dino-Sammelkarten versteigern. Alter, je nachdem wie lange du schon hier drin bist, solltest du das mit deinen Pokémon-Karten versuchen. Ich glaube, da machst du ein bisschen mehr Kohle mit. So. Aber wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sollten wir in dem Fall hier für einen Moment fertig sein. Und wir haben wieder ein, zwei Ideen, was wir alles so bräuchten. Oder was wir hier tun könnten. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Juppie hier möchte unbedingt die Börsenkurse da drüben am Fernseher gucken. Glaube ich jedenfalls unter Profeln Bernstein. Wenn wir gerade dabei sind, das Puzzle hier sieht übelst schwierig aus. Ich glaube nicht, dass ich das so schaffen könnte. Ich glaube, da hätte ich mindestens 2 Jahre dran. Aber hier, ich meine, wenn ich in 2 Jahren schaffe, ist ja nicht schlecht. Immerhin stand auf der Packung 3. Gucken wir mal, was ist denn hier? Geht's hier raus? Oh je, was ist das jetzt schon wieder? Ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Aber ich sehe einen Löffel. Und ein Schild mit Staff only. Nur Stäbe? Verstehe ich nicht. Aber gut. Gucken wir uns beim nächsten Mal kurz an. Weil für heute ist leider schon wieder fertig. Aber keine Angst, geht bald weiter. Von dem her wünsche ich euch allen eine ganz schöne Zeit.
Bleibt mir gesund, bleibt sauber und bis bald. Tschüssi.